Hallo zusammen und willkommen zurück. Game Duel Skat Masters 10. Qualifikationsturnier. Die ersten drei Päckchen sind diesmal richtig gut gelungen. Noch kein Spiel verloren, ein, zweimal richtig Glück gehabt. 512 Punkte liegen und jetzt darf und muss es doch mal so weitergehen. Ich habe das gleiche T-Shirt wieder angezogen. Das ist auch so ein bisschen das Zeichen, das ich immer befürchte, wenn man so einen heißen Reifen fährt, dass es einen aus der Kurve trägt. Und dann passt das natürlich wunderbar, aber jetzt will ich mal die Daumen drücken, dass es hier bei dem T-Shirt bleibt und dass am Tisch alles gut ausgeht. So, erstes Spiel, das ist natürlich gar nichts, das ist manchmal auch schön. Mit so einem Blatt kannst du beim Reizen zumindest mal noch nicht viel falsch machen. Hinterhand kommt bei 18 ran, spielt einen Grang. Okay, ich habe nicht viele Ideen, ich schlage jetzt mal ein Ass auf. Spieler hat offenbar die 10 im Keller, den König bestellt und es ist ein starker Gang mit drei Buben zumindest. Herz Ass zu viert, die standen auch nur 2 zu 1, also schneiderfrei ist hier wohl das einzige Ziel, was wir erreichen können. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt kommen natürlich noch Herz, Herz und der letzte Bube. Das ging noch mal schnell und schmerzlos für uns. 96 Punkte für Spieler 2. Da sind drei Buben und viel Kraut und Rüben an der Seite. Aber natürlich sind es auch nicht die schlechtesten Buben. Die beiden Schwarzen sind dabei. Also da werde ich ein bisschen mitmischen in diesem Reizgetümmel. Die anderen beiden haben auch Interesse, aber jetzt bei 22 werde ich Besitzer. Und dann wollen wir mal einmal die Daumen drücken. Na siehste, Kreuz Ass ist drin. Das macht das Spiel natürlich stark. Ja, und jetzt geht's wieder los. Jetzt müssen wir wieder das Rad drehen und ich entscheide mich hier schon für den heißen Reifen. 14 Augen runter und dann Grang. Ich kann Pik 10 König hier nicht stehen lassen, weil ich gegebenenfalls zu kurz komme, muss erst stechen, Buben ziehen und dann Kreuz etablieren, sprich die 10 rauslocken. Dann kann ich nicht auch noch die Pik 10 mir hochspielen. Also 14 Augen in den Keller tun, 4 Stiche abgeben, hoffen, dass Kreuz artig 2 zu 1 verteilt ist und ich diese Stiche irgendwie so auf Mitte 40 bis Mitte 50 Augen loswerde. Das sehen wir doch hier schon mal gerne. Die erste Lusche auf nur 11 Augen. Ja, und auch das ist natürlich gut. Auf 10 Augen die nächste Lusche losgeworden, 21. Ja, jetzt müssen wir hier mal ganz präzise mitzählen. Und jetzt kommt's, Karo Ass im Angebot. Pik, König, Abtrag auf 36. Dann bin ich schon fast im Ziel. Dann darf nur nicht auf Kreuz, Dame, noch Kreuz 10 und das letzte Ass fallen. Das wäre noch die einzige Verlustmöglichkeit, es sei denn, es kommt dazwischen noch so ein Abstich in Kreuz, Lusche, Dame. Aber da kann man, denke ich, drüber nachdenken, denn wenn ich jetzt steche, Buben ziehe, Kreuz klär, dann muss ich im Zweifel mehr Augen abgeben, also auf 36 und jetzt eben das Endspiel glücklich hinbekommen. Hochgestochen, korrekt, Bube gezogen und schade, jetzt in dem Moment hätte ich natürlich auch gern schon eine Kreuz-Lusche gesehen, denn wenn eine Kreuz-Lusche rausfällt, bin ich sicher, dass ich nicht die Kreuz-Dame verlieren werde. Das ist aber nicht der Fall. Also, ja, es nützt nichts, jetzt, es ist die beste Karte, jetzt die Kreuz Dame, oh, puh, da fällt mir aber ein Stein von Herzen, die Kreuzen sitzen zu dritt, aber es geht nur die Karo 10 rein auf 59 und ich habe Rest, gewinne das Spiel, also mit 61, es geht nicht das letzte Ass rein, das ist natürlich schön und, oh, und nun guckt euch das an, ganz viel Glück gehabt, Spieler 2 hat sogar das Pik Ass und hat es nicht geschmiert auf 60, weil er wahrscheinlich nicht mitgezählt hat, also das war jetzt natürlich ausgesprochen glücklich, da bin ich gerade noch mal so dem Tod von der Schippe gesprungen, man kann richtig sagen, das sind so die Schlüsselspiele in der Serie, das macht den Unterschied, ob du so ein Ding dann jetzt mal gewinnst mit 61 oder ob es dir dann doch umfällt, weil es hinten raus doof sitzt und du natürlich ein bisschen gewagt gespielt hast, also diese Punkte sind natürlich ganz wichtig jetzt. Das nehme ich doch mal als gutes Zeichen, denn wenn du solche Spiele gewinnst, dann gelingt hinten raus auch meistens noch eine Menge. So wie hier jetzt gleich eine schöne Anschlusskarte. Das macht mich jetzt richtig optimistisch, dass hier in dieser Serie was zu holen ist.
Ja, eine Nullreizung nehme ich noch mit. Okay, jetzt wird es interessant. Wir haben schon wieder drei Reizungen im Spiel. Ich komme also hier nicht für einen schlappen Karo Hand oder irgendwas ran. Hätte ich aber vielleicht sowieso nicht gespielt. Ich muss das Ding hier wohl schon wieder auf Grang durchziehen. Ja, das kann auch übel ausgehen, aber drei Buben, ein Ass, zwei bestellte Zehner, eine passende Karte, eine Verstärkungskarte, selbst sowas wie Karo Dame wird mir ja schon lang oder Karo Lusche zur Not. Also mal mit die Daumen gedrückt. Ah, Pik Ass. Pik Ass, denke ich, sollte auch lang. Das muss eigentlich reichen. So, wie drücken wir denn den Vorfall? Ich denke, da kann man mal auf die Idee kommen, auch 20 Augen zu drücken. Dann sind, wenn es nicht gerade im ersten Stich einen Abstich gibt, und das ist zum Glück nicht der Fall, vier Volle schon gesichert und gute Chancen, noch einen fünften Vollen irgendwie zu angeln zum Sieg. Denn wie jetzt hier gedrückt ist, darauf müssen die Gegner ja auch erstmal kommen. Und da haben wir es schon, es wird geschnippelt in Karo. Das gefällt mir natürlich, weil der Spieler jetzt logischerweise auch konsequent weiter schnippelt. Ja, und was macht er jetzt? Das ist hier vielleicht überraschend, dass er nicht direkt das Karo Ass hinterherzieht. Wenn er denn glaubt, er hat meine Karo 10 freigeschnippelt, dann muss er es jetzt eigentlich direkt testen, damit sein Partner noch was wimmeln kann. Aber er wechselt die Farbe, für mich natürlich auch gut. Jetzt ist Kreuz König hoch. Ja, und jetzt, gut, jetzt kann ich hier sogar noch so eine kleine Schneider-Ausfahrtschance greifen, und tatsächlich nicht geschmiert. Das war natürlich nochmal die Chance von Spieler 1, jetzt seinen Fehler, sag ich mal, zu korrigieren, jetzt das Karo Ass reinzuladen, aber er legt eine Lusche und damit gewinne ich dieses Spiel nun tatsächlich Schneider. Damit war an sich nicht zu rechnen mit potenziell bis zu 5 Abgabestichen, aber wie ich sagte, wenn es denn gelingt, so ein Spiel davor, dann klappt auch dies plötzlich nochmal, und da habe ich also aus der Liste 244, da kann ich aber sehr froh sein und jetzt schnell weiterspielen. Solange die Karte heiß ist, solange das Eisen heiß ist, wollen wir es auch schmieden. Und du bleibst schön zu Hause. Ja, kleine Verschnaufpause, sage ich mal. Da kann der Blase bald wieder groß Luft holen. Mal gucken, was dann gleich noch in den nächsten Spielen passiert. Hier habe ich natürlich erstmal nicht viel Hoffnung, sicher zu Recht, denn auch mein Partner hat nicht gereizt. Es wird Grang gespielt. Immerhin, der Alte schon mal bei meinem Partner, 7 Augen. Aber jetzt spielt der Alleinspieler wohl seine Stärke aus. Naja, Herz Ass vermute ich. Ne, Herz Ass war schon weg, ne? Wie auch immer, in dieser Rolle muss ich einfach nur ein paar Fahrtkarten fallen lassen. Oh, und da doch Überraschung, mein Partner hat noch den Karo Buben. Huch, fehlt da nicht noch der Herzbube, den hat er nicht gezogen. Okay, schon ein wenig interessanter, nicht ganz erwartbarer Spielverlauf. Sei es drum, Schneider sind wir jetzt geblieben. Aha, das ist doch jetzt schon wieder eher interessant. Das ist ja, Karte, die man in Mittelhand natürlich nicht unbedingt reizen muss und schon gar nicht unbedingt ausreizen auf 36 oder so. Aber gut, ich will hier den sechsten Trumpf finden, dann ist es ein sehr starkes Spiel. Ich kann mich hier noch nicht auf den Lorbeeren ausruhen, und erst jetzt, wo sogar der dritte Mann bis 40 geht, bin ich natürlich gezwungen aufzugeben. Und ja, vielleicht ist auch das natürlich glücklich für mich. Es ist ja durchaus ein hohes Risiko, was ich jetzt vermeide. Und da wird Grang gespielt. Gut, Herz 7, Herz 7. Sollen wir die jetzt stechen? Ja, dann haben wir das schon mal geklärt. Und vor allen Dingen, warum spielt mein Partner nicht aufgrund meiner Reizung Karo oder Kreuz, eine kurze Farbe? Vielleicht hat er es gar nicht, oder vielleicht hat er es doch nicht geahnt. Ich entscheide mich mal, meinem Partner hier durchaus noch ein bisschen Kraft zuzutrauen und erstmal meine starke Farbe anzuzeigen. So, Karo steht schon mal komplett zu 0, 4 zu 0 bei mir, also Alleinspieler Ass und zwei Luschen. Aber wenn er jetzt Karo rausspielt, dann wird er wohl die restlichen Buben haben. Ich versuche es trotzdem. Was kann nämlich schon passieren? Dann
mache ich eben den Stich hier mit dem nächsten Bild und Pik Ass auch noch bei meinem Partner. Dann schaut es euch an, schaut es euch an. Ich hatte so ein Gefühl, dann könnte es sein, aber natürlich nur, wenn mein Partner, und das war aufgrund der Reizung vielleicht ein Tick zu ahnen, die Herzflotte hat und hier mit dem Ass, der Alleinspieler schmeißt die Herz 10 ab und hinten geht das Ass rein. Ganz ehrlich, da hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass wir hier noch die 40 Punkte einsammeln. Andererseits hat der Spieler jetzt wohl auch nichts falsch gemacht. Herz König 10 hatte er dabei, Karo Ass Doppellusche, und da ist er jetzt drauf erwischt worden. Und das noch bei dem Skat Kreuz Buben sogar gefunden, wäre für mich natürlich dann auch ein ganz heißes Eisen geworden, hätte ich krank spielen müssen. Hinten stehen die Mittelbuben, den hätte ich wohl auch verloren. Also sehr glücklich. Ja, also das sind die Zeichen, dass wirklich alles für dich läuft, wenn du eine Karte, die am Ende auf Tod steht, dann sogar noch 40 Punkte bekommst. Und hier sehen wir, die Skat-Oma ist drin. Die Skat-Oma kommt ins Rennen. Der Spieler hat genug gesehen mit diesem teuren Grang. Und ich habe in Vorhand eine passable Karte und nehme jetzt auch noch den Herzbuben, den dritten Buben auf. Ist das nicht schön? So, jetzt frage ich euch, was machen wir? Spatz oder Taube? Karo oder Grang? Ah, 14 im Keller. Ich riskiere es. Ich mache den Grang, ich reite weiter auf dieser Welle. Die soll mich schließlich mal ins Ziel tragen. Die Skat-Oma soll man gar nicht unterschätzen. Es darf halt nicht super dusselig jetzt laufen. Ich habe ja ein starkes Spiel mit 14 im Keller, also wenn ich hier einen vollen greife oder Karo gleichmäßig steht, dann ist das Spiel ja auch schnell gewonnen. So richtig gut geht es aber nicht los. Die Oma schneidet nicht auf ihren Partner, das hat sie gut gespielt. Trotzdem bin ich jetzt natürlich schon da, wo ich hin will, denn in Karo war die Dame und ein voller weg. Das heißt, ich gebe hier nur noch einen Stich ab, kontrolliert das Spiel nach Hause gebracht. Ja, durchaus auch noch mit so ein bisschen Herzkammer flimmern, aber letztlich kannst du bei diesem Spiel hier auch nur erfolgreich sein, wenn du ein bisschen ins Risiko gehst, ein bisschen ins kalkulierbare Risiko, und das ist immer so dieses Kunststück. Ihr habt es ja längst gesehen, dass es mich auch schon sehr oft zerlegt hat, aber das ist doch jetzt bisher ein ganz schöner Auftritt. 942 Punkte nach 5 Päckchen erst, also ein sehr, sehr gutes Zwischenergebnis. Jetzt also muss der Lauf einfach ein bisschen halten. Das Gefühl stimmt schon mal, und da kommen schon wieder die Asse rein und ein sehr schönes Blatt in Vorhand. Sehr starke Karte, auf jeden Fall auch hoch zu reizen. Bis 48 kann ich bedenkenlos, selbst wenn dann ein Bube liegt, finde ich, kann ich Grang spielen, aber ich komme sogar bei 18 ran. Gut, zweimal vierte Farbe, immerhin 14 Augen, ist jetzt nicht optimal, aber das ist dann natürlich ein schönes Kreuzspiel. Kann die Pik 14 Augen sicher auch im Blatt halten, Herz, Lusche, Karo, König drücken, aber mit beiden Trumpfvollen selber bin ich so schon ziemlich sicher, dass ich 5 Volle nach Hause bekomme und das Spiel gewinne. Also gerade auch wenn dann Trumpf unrund steht, ist das vielleicht besser so, den Vollen gedrückt zu haben. Und dann schauen wir mal, ob irgendwie vielleicht doch in Richtung Schneider was zu holen ist. Auf jeden Fall hier schon mal in den Schnitt gekommen mit Karo König. Trumpf steht auch artig. Wird mir jetzt Karo Ass abgestochen? Nein, das sieht nicht so aus. Pik Dame, gut, Pik Dame, da steht auch so ein bisschen vielleicht schon drauf, dass der unterm Ass gespielt war, wäre zumindest eine Möglichkeit, aber ich habe dann doch mich entschlossen, erstmal zu stechen, das Risiko rauszunehmen, dass Karo Ass gestochen wird, und jetzt, da kommt doch noch die Chance, auf 0 Augen meine Herz Lusche abzutragen. Jetzt habe ich eine schöne Restkarte, alles bei mir. Und wer hat denn jetzt Pik Ass? Also ich sag mal Spieler 2, ja. Spieler 2 hat ein bisschen geklammert mit den Vollen, und zur Belohnung habe ich das Spiel dann Schneider gewonnen. Damit habe ich jetzt schon über 1000 und noch 2 Spiele, bis wir die Hälfte erreicht haben. Aber hier sieht es auch so aus, als ob ich jetzt mich erstmal kurzfristig wieder zur Ruhe legen müsste. Und dann bei 20 ein Karo.
können wir ja nur mal schauen, wer die beiden schwarzen Buben hat. Wahrscheinlich ist das Spiel jedenfalls nicht einfach, und das ist doch schon mal schön. Aber jetzt gut gespielt hier von Spieler 2. Er wirft ab. Wenn er sticht, dann hat er die Lusche immer noch, die Piklusche immer noch immer im Blatt, und ich kann überstechen wahrscheinlich, oder wenn er hochsticht, verliert er vielleicht einen Trumpfstich. Also Abwurf hier eine gute Idee. Ich rette jetzt mal meinen Trumpf Ass in der Annahme, dass die beiden schwarzen Buben beim Alleinspieler stehen. Und wenn mein Partner jetzt noch ein bisschen was macht in Trumpf, dann geht da die Kreuz 10 rein, aber das ist nicht der Fall. Es ist hier ein bisschen verdeckt, aber das sind die drei oberen Buben und nur noch Trumpf beim Alleinspieler. Das Spiel konnten wir also nicht schlagen. Da haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere Maximalpunktzahl rausgeholt. Schnell und schmerzlos. Ja, und auch das werde ich jetzt nicht mehr riskieren. Dann gehe ich jetzt gleich in die Halbzeitpause mit einem sehr, sehr guten Zwischenstand und einem sehr, sehr guten Gefühl. Und das kann ich euch schon mal versprechen. Hier dieses T-Shirt mit dem großen Totenkopf. Ich werde es anbehalten als Mahnung und in der Hoffnung, dass es so weitergeht und in der Hoffnung, dass der hier, der Totengräber in dieser Serie, bei mir nicht vorbeischaut. Und was haben wir jetzt hier? Ein Null-Uwehr, okay, da ist so ein bisschen jetzt das verdeckt, aber 7 und 8 in Kreuz ist es, und Karo 8 und 9 ist hier die Schwäche, und ihr seht es vielleicht, ich habe zwei Karos und komme nicht dazu, einen abzuwerfen. Mit anderen Worten, das Spiel wird gewonnen. Dafür habe ich die beiden Herzen mit und auch in Kreuz alles dabei, also keine Chance, was abzutragen. Nicht der beste Null-Uwehr, aber es hat hier für uns nicht sollen sein. Also Aufgabe, Aufgabe, ein schnelles Spiel, 182 Punkte für Spieler 2, aber ich brauche ja gar nicht so sehr jetzt auf die anderen gucken, mein Ergebnis ist aller Ehren wert, wunderbar. Wir haben 1052 Punkte Halbzeitergebnis. Wenn ich also ansatzweise in der Lage bin, die nochmal draufzulegen, dann bin ich ganz vorne, das wird mir natürlich reichen. Aber das muss natürlich sehr glücklich weiterlaufen. Es ist nicht nur die Karte, die kommen muss. Es sind dann auch so ganz knappe Entscheidungen manchmal, wie eben in dem einen Spiel. Jetzt atme ich erstmal einmal durch und dann geht's demnächst weiter mit dieser Liste. Bleibt am Ball, und bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.